Also der Kampf mit den Hunden war schon richtig lustig. Ich fand das gut, dass Rafim nicht seine richtige Waffe gezogen hat. Ach, für den Arsch, das sind Hunde. Wofür habe ich diesen blöden Schlagring Würde gerade gekauft? sagen. Weil überhaupt der Hunde lässt man sich, Hunde lässt man sich einfach in der Beinschiene verbeißen und geht weiter. Bei 1W plus 8 irgendwie. 1W6 plus 3. Die Hunde waren aber auch ein bisschen schwach auf der Brust. Das waren die aus der Zobot. Ja, richtig, die aus der Zobot, wenn es Kampfhunde waren, kriegen die auch noch Ausbildung. Hunde können zwei Ausbildungen haben, dann haben sie schon mal Konsti 14 und machen 2 TP mehr. Genau, die machen mehr klar, Schaden, das macht, haben den, auch mehr klar, das macht gegen Raffin Bullshit, aber... Das waren sozusagen nicht ausgebildete Hunde, die Standardhunde. Also am Ende, wenn wir hier mit Rastasor fertig sind, kaufe ich mir einen Kampfhund. Ich weiß noch nicht, aber ich habe da Bock drauf. Ja, und wie sagst du mit der abbrechenden SE? Die setzt sich nicht um. Gute Idee. Ich habe gesagt, ich kaufe mir einen Kampfhund, nicht, dass ich mit dem umgehen kann. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Jetzt siehst du deinen Hund. Ja, ich hau mit dem Schlagring auf die Fresse, wie er tut, was ich will. Piffy Fass! Nein, nicht den Hochkönig! Obwohl, der findet das, glaube ich, noch ganz lustig. Der wird das nur mit Humor nehmen. Der hat vor allem längere Zähne. Dann nenne ich meinen Hund noch Jalan und dann habe ich richtig Spaß mit dem Ding. Klar, damit noch mehr Verwirrung entsteht, so wie mit Bissframmul. Sitz Jalan. Ich brauch noch einen Bluthund, den ich dann auch Bissframmul nenne. Das ist ein guter Plan, das machen wir. Oh, da kommt meine Pizza. Schnell weg. Ich muss mir aus meiner Höhle raus, damit er weiß, dass ich die Pizza nehme. Lass mich kurz den Stein bewegen. Ich habe auch keine Eingangstür. Also der wohnt echt in einem Keller, wo er nicht angemeldet ist oder so. Hat sich da irgendwie in die TK und in die Stromnetz einfach eingeklinkt. So richtig Krollmünster. So richtig Techno-Bettler-Style. Techno-Bettler. Was ist denn? Aber so abgerichtete Tiere, das war doch eigentlich sogar recht easy, die zu beherrschen, oder nicht? Wenn ich mich richtig erinnere. Also wenn du, also so voll ausgebildete Hunde, das ja, war doch... Du musst ja trotzdem die Loyalität eigentlich zu den Tieren aufbauen, das geht ja nur bei Abrichten, wenn du da einen vernünftigen Wert erreichen willst. Ein geringen Wert in Loyalität geht, aber dann hört er eben nur jedes zweite bis dritte Mal auf dich. Das ist ein B-Talent, das kannst du doch locker steigern. Also du kriegst dich jetzt über A hinterhergeschmissen für die Aktivierung, dann kaufst du es erstmal auf 2. So von 0 auf 1, von 1 auf 2. Ah, und dann ja, du bei Kias oder bei Jalan dann mit Lehrmeister lernen? Ja, eben. Das kommt ja, auch noch. Ihr habt ja recht. Und dann kannst du noch irgendwie Abel mir dabei helfen, wenn der sich so seine Chihuahua-Mörderhund-Fraktion kauft. Bitte nicht. Und dann werden das Assassinenhunde. Für so einen Schatten, weißt du? Weißt du noch diesen Effort-Geweihten, der diesen Hund mit in den Dschungel nahm und ihn dann in den Rucksack tat? Und dann besiegte er diese Schildkröte und dachte, ich brauche jetzt diesen Schildkrötenpanzer als Schild. Hat er den Hund stehen und liegen gelassen, weil der einfach den Rucksack voll gemacht hat. Das ist ja ein Premium-Move. Der Hund wurde nie wieder gesehen. Das ist ein richtiger Premium-Move. Mitten in Maraskan. Haustiere sind so widerlich, ey. Ich will dieses Haustier haben. Ja, ich glaube auch nicht, dass das lange mit mir überlebt, aber ich hätte trotzdem gerne. Nee, wenn brauchst du eine alanfanische Katze, so ein Haustier. Also was wirklich im Haus neu ist. Die geht doch nicht mit auf Abenteuer. Was kannst du dir für Hütte Putz holen? So gut. Nächstes Treffen in einem Jahr. Und was habt ihr im Jahr des Feuers gemacht so? Und alle kommen dann hin und essen Kekse. Und dann, ja, Abel mir hat eine neue Haushälterin. Und dann kommen sie nach oben, wollen auf die Couch. Und dann sitzen da einfach 10 Katzen. Abel mir die Katzenlady. Sollte das auch passen? Schmeiß dann mit Katzen, anstatt mit Feuermelden. Ich meine, da kann man bestimmt irgendwie eine Verbindung herausfinden. Mut in CH, das geht ja sogar. CH ist dein Attribut, nicht? Man muss auch mal Abstriche machen. Obwohl CH habe ich 11, das geht eigentlich voll. Ey, da bist du nur ein schlechter als ich. Ey, das ist glaube ich, das nutzlose Attribut, das ich hier gekauft habe. Charisma. Naja, gut, aber du brauchst es ja für deine Weihe. Bist du jetzt eigentlich geweiht? Nein. Wie fehlen dir denn noch? Lass mich kurz gucken, was heute gab. 80. 80. Lass mich dann mal kurz eintragen, denn natürlich bin ich zu doof zum Kopfrechnen. Geh mal, jetzt auf Schmidt gerade ab. Ich habe nichts anderes erwartet. Na, guck mal, ich brauche 950. Hast du noch in Ruhe? In der Höhle ist der Internetempfang nicht so gut. 80 gab's, ich brauche noch 147. Also zweimal spielen.
Ja, ich brauche halt noch eine Logiekenntnis, wer der nicht kacke ist, also eher so fünfmal spielen. Achso, willst du. Du willst erst eine Liturgiekenntnis steigern, um dir dann vernünftige Liturgien um mir zu richtig, um dann nicht halt 16 Grad 1 Liturgien lernen zu müssen. Es ist. Frag Kiaras mal, ist schon ein bisschen bitter. Das hatte ich gar nicht so doof von dir gedacht. Was habt ihr denn für Abrichtenwerte, wo man mal mit Lehrmeister lernen kann? Ich glaube, Kiaras ist ein bisschen besser als ich. Ich habe nur 12 anzubieten und Spezi-Pferd. Also bis 9 könnte ich das bei dir lernen. Ja. Ja, das reicht doch massig für einen Kampfhund. Sollte, ich glaube, die sind nicht so anspruchsvoll. Ich weiß noch, Tubal-Kain, der wollte ja damals noch irgendwie Hetzjagd auf ein Hai machen. Da hatten wir damals noch irgendwie 1000 AP oder so und waren noch auf einem großen Fluss unterwegs und wollten dann zur blutigen See hin. Und er sagte, Moment, ich werde mir Kampfhunde kaufen und dann Hetzjagd auf ein Hai machen. Ah, okay. Hetzjagd auf einen Hai, nicht auf einem Hai. Nee, auf einen Hai. Ich habe mir irgendwie den Hai-Reiter vorgestellt. Die stelle ich euch auch noch vor. Nein! Da braucht ihr nochmal 7000 AP, damit ihr den Kampf unter Wasser überlebt. Ich habe mal irgendwie meine Helden in Flug des Luftfahrters geschickt. Hab dann gesagt, jo, ihr seid jetzt unter Wasser. Hat mir von euch unter Wasser gekommen. Alles plus 8. Ey, die haben sich, das waren so gummelige Schattenmorellen, wollte ich schon sagen. Nee, so Bleichmorellen. Die hatten Attackewerte und Lebenspunktewerte und Schadenswerte, jenseits von Gut und Böse, aber die sind halt fast dran verreckt, weil sie einfach nichts geschafft haben. Ja, aber wenn du einen Attackewert von 16 hast, womit du eigentlich schon ein toller Typ bist, aber 8 Punkte Erschwernis bekommst, wenn du dann noch irgendwie mit Dunkelheit ein bisschen spielst im Wasser, dann ist Ende. Dann sinken deine Attackewerte auf Werte wie, oh, da kommt nochmal 3 Punkte Dunkelheit zu, dann bist du aber bei einem Attackewert von 5. Ich hatte mal 8, 16. Und dann sagst du denen noch, ja, du hast eine Hiebwaffe, die macht unter Wasser halben Schaden. Ja. Und dann wird's auf einmal grenzwertig. Wow. Genau. Dann fangen die Leute an zu schwitzen, obwohl es unter Wasser ist. Die haben mich echt gehasst. Ja gut, das ist auch kein netter Move, das stimmt. Also ich hab mir vorher noch Gedanken gemacht, ey, ist das nicht ein bisschen zu schwach auf der Brust, weil es halt so absolute Gummelgegner sind, so Bleichmorellen. Ja, das ist doch hier wie mit ganz kleinen Gegnern, die trifft halt dann auch niemand. Na, so fliegende, schnelle Gegner, wo du dann auch irgendwie fast eine 12er Erschwernis kriegst, die zu treffen. Den Diva mit Geschwindigkeit 100. Der dumme Diva mit seinem Sturmangriff. 1W6, 1W6 plus 50, Hälfte darfst du abziehen, wenn du parierst. Ja, danke fürs Gespräch. Okay, das. Ich gehe jetzt spachteln und ich glaube, dann lege ich mich wieder hin oder so. Ja, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Also eigentlich wäre der Chorweihe ja schon ganz cool, aber da brauche ich ja locker 2000 AP, bis ich das mal zusammen habe. Das ist ja uncool. Eine Firun-Weihe. Ja, was hab ich denn mit Firun am Hut? Ich habe gerade 2 Hunde totgeprügelt. Die haben verdient. Kann stolz auf dich sein. Obwohl, da hätte Firun, glaube ich, sogar nicht mal was gegen. Ich meine, ich habe die ja voll ehrenhaft im Einzelkampf gestellt. Ja, du machst einen Eisbären, das ist gut. Du, mit dem Schlag kriege ich auch einen Eisbär tot. ich weiß nicht. Doch, ganz sicher. Der macht ja auch kein Damage. Ein Virusbär? Ich glaube auch nicht. Der macht, glaube ich, auch nicht viel Schaden. Lass mich nachgucken. 2W plus irgendwas mit für seine Tatzen? Glaube ich. Ja, macht der denn echten Schaden oder macht der nur TPA? Tiere mit Krallen? Wo machen die denn TPA? Ah, okay. Und dann gibt es aber werden die nicht sogar Rüstung mit Tiere? In dicker Rüstung kriegst du den halt trotzdem tot. Da, zu Aventurica. Ich wusste, ich hab's irgendwo. F. 94. 2W plus 2, Tatzen, 2W plus 6 bis. Viel Spaß. Ah, die Frage ist, wie viel Leben der hat. Lebensenergie 90? Mhm. Ah, okay, das wird hart. Ja. Aber auch nicht unmöglich. Aber der kann auch niederwerfen. Ja, machst du mal ein paar Fußfeger, dann hat er keine Ini mehr. Außer ein großer Gegner, da hast du irgendwie Parademalus und Schwachs, oder? Da hast du dann Nachteile. Ich glaube, den darfst du nur ausweichen. Ja, aber. Oder Schild parieren. Solange die aber nicht parieren, haust du den halt die Inni weg.
Ja, ein Tier auf 4 Pfoten kannst du auch nicht umreißen. Kann man die nicht umreißen? Also es war mir nicht bewusst, dass der wiegt eine Tonne. Wie willst du den umreißen? Ja gut, aber wenn Ömer mich mit seinen 40 Kilo da und ich wiege 120, kann er mich auch umreißen. Ich sage ja nicht, dass ich das im Real Life könnte, aber ich wüsste nicht, dass es regeltechnisch verboten ist. Regeltechnisch weiß ich nicht, ob das geht, aber flufftechnisch würde ich es hier zumindest nicht erlauben. Der hat ja auch eine fette Konsti. Reden wir dann drüber, wenn wir dann halt gegen den Vierungsbären kämpfen. Ja, ja, aber also das ist halt der Punkt. Wenn du die halt Inni-mäßig kaputt machst, dann ist halt auch egal. Ja, die Inni wirst du ihm sicherlich abziehen können, aber das ist dann halt kein Umreißen, sondern das ist dann irgendwie ein anderer Fluff. Ja, das ist aber dann der Punkt. Wenn der dann halt keine Inni mehr hat, dann ist halt easy. Ist genauso wie mit den Untoten, die nicht parieren. Die sind halt auch, die können halt auch krass sein, aber wenn die dann halt nicht parieren, dann kriegen die halt einfach wegen den Kampfregeln aufs Maul.